So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder mit Marius Golf weiter. Ihr bekommt einen kleinen Zwischenstand. Außerdem werden wir gleich auf jeden Fall den Gewinner ermitteln, wie viel Volumen der Tank hat. So, aber erstmal bringen wir euch auf den aktuellen Stand, was in den letzten Tagen so passiert ist. Marius hat sich dem Wickschweißgerät angenommen. Naja, sagen wir mal so, wir haben eine Bekanntschaft aufgebaut. Funktioniert das? Ja. Ich würde die Schweißnähte zwar noch bezeichnen als es hält. Es ist definitiv, es war zunächst eine Einstellungssache und dann ist halt einfach, muss eine Routine reinkommen. Ne? Man muss, muss halt reinwachsen. Ne? Aber Technik funktioniert auf jeden Fall. Ja. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was von Igor mitnehmen können. Die Halter sehen auch so aus, als wenn sie halten würden. Ja, das ist mir, finde ich, ganz gut gelungen eigentlich so. Ne? Das ist doch schon für eine Woche Schweißer, denke ich, kann sich das sehen lassen. Ne? Wenn es aber verschiedene starke Materialien sind, tue ich mir noch ein bisschen schwer, aber das wird noch ein bisschen Training sein. So, bevor wir den Tank ausbauen, wollten wir euch einmal noch mal kurz zeigen, was wir uns überlegt haben. Im letzten Video hatten wir schon mal so ein bisschen grob thematisiert, wie der Tank hier hängt und so weiter. Wir mussten ihn unten noch ein bisschen kürzen. Hier kommen jetzt schon die beiden Pumpen rein, das können wir euch gleich zeigen. Jetzt noch mal einmal zum eigentlichen Kraftstoffsystem. Wir haben den Benzindruckregler direkt auf den Tank geschraubt, weil der theoretisch ja immer im Rücklauf sitzt. Das heißt, wir gehen einfach mit den beiden Pumpen von unten, zwei Pumpen, zwei Vorläufe, links und rechts in die Rail hier rein, damit wir die sechs Zylinder möglichst gleichmäßig beströmen können und gehen dann von hier aus einfach mit einem Rücklauf direkt an den Benzindruckregler, welcher dann einfach in den Tank unten rein fletschert. So, nun saßen wir relativ lange davor und mussten uns überlegen, wie du diesen Tank überhaupt befüllt kriegst. Mhm. Weil, ich sag jetzt mal vorsichtig, da werden so ungefähr 10 Liter drin sein. Ja. Mit E85 und der Leistung wird das ja nicht sonderlich lange halten. Müssen wir wahrscheinlich regelmäßig halten. So. Nur mal die Frage, was machen wir? Irgendwie groß in Tankstutzen bauen, legen und so weiter. Irgendwie kacke. Da es eh ein reines Rennauto wird, haben wir uns jetzt überlegt, wir nutzen einmal die Tankentlüftung, also an dieser Stelle hier, nee, hier kommt auch nochmal so ein Schnellverschluss drauf und hier gehen wir erstmal mit der Tankentlüftung raus, wo dann am Ende, ich sag jetzt mal ein Rückschlagventil oder so ein Rollover-Valve sitzt, dass wenn das Auto auf dem Dach liegt, kein Sprit auslaufen kann. Der andere Anschluss ist leer, den brauchen wir eigentlich nicht, das heißt später im Betrieb sieht das Ganze so aus und hier geht einfach nur die Tankentlüftung raus. Diese Schnellverschlüsse sind 100% dicht, da kommt auch nichts raus. Und was machen wir nun, wenn der Tank leer ist? Wenn der Tank leer ist, werden wir diese Schnellkupplung auf der Seite, die jetzt als Entlüftung fungiert, abziehen. Und einfach einen Schlauch, ich sag mal 1,20 Meter lang draufstecken mit der Kupplung. Hier werden wir dann befüllen. Und wenn der Tank voll ist, wird es aus diesem Schlauch rauslaufen. Mhm. Das heißt, wenn wir das Auto dann auf dem Prüfstand abstimmen werden, können wir hier auch eine Tankstation nebenstellen mit als Beispiel einer elektrischen Pumpe und können das sozusagen im Kreis pumpen lassen in einen 20 Liter Kanister oder so, sodass wir immer genug Sprit im Auto haben. Das trifft es ganz gut. Tankstation. Ich habe gerade überlegt, wie ich das Ganze nennen soll. Das heißt, wir nehmen einfach von uns so ein, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Liter Tank, wo wir einfach eine Pumpe ranklatschen. Ja. Nehmen einen Vorlauf und einen Rücklauf, Vorlauf, puff, drauf, Rücklauf, puff, drauf, damit der Tank nicht platzt, weil der ist ja irgendwann voll und wir sehen es nicht, wann er voll ist. Und sobald der Tank voll ist, läuft es einfach wieder zurück in unsere Tankstation. Genau. Irgendwie noch eine kleine Rollerbatterie oder so dran mit einem ganz normalen Killschalter, ne? Dann sollte das eigentlich relativ schnell zwischen den einzelnen Läufen betankbar sein, ne? Ja, gehe ich auch mal von aus. Leitung bauen wir zweimal Vorlauf -8, natürlich unsere neuen PTFE-Teflon-Leitung. Da können wir auf jeden Fall, das zeigen wir euch auf jeden Fall mal, das haben wir euch bisher noch gar nicht großartig gezeigt, ist auf jeden Fall eine coole, einfache, schnelle Sache. Ja, beim Dreier so ein bisschen Ölzulauf. Aber genau, beim Dreier für Grip hatten wir das ein bisschen gezeigt, aber da kann man auf jeden Fall nochmal detaillierter drauf eingehen. Und Rücklauf muss immer größer gewählt werden, also nicht größer, aber ihr muss, wenn ihr zweimal einen Vorlauf macht, muss der eine Rücklauf nach Möglichkeit genauso groß sein wie die beiden Vorläufe zusammen, weil gerade im Leerlauf der Motor ja kaum Kraftstoff wegnimmt. So, das heißt, wenn ihr den Rücklauf zu klein macht, kann es passieren, dass im Leerlauf der Restkraftstoff nicht durch den Rücklauf komplett zurückgeht und der Benzindruck hochgeht. Sobald du ein bisschen Gas gibst, geht Benzindruck runter und dann ist Abstimmen absolute Vollkatastrophe. Also lieber 2x8 Vorlauf, 1x10 Rücklauf. Sieht auch schön männlich aus hier so mit drei Leitungen durch. Ja. Extrem kurze Wege. Ich bin selber gespannt, was wir an Verlusten messen können. Also wir werden, wenn das ganze System jetzt zusammen ist, werden wir mal den Benzindruck einstellen, den wir einstellen wollen und werden mal messen, wie viel Sprit im Rücklauf
da rauskommt. Mhm. Ohne dass der Motor läuft. Dann können wir nämlich ganz genau ermitteln, wie viel Sprit die beiden pumpen können und bis zu welcher Leistung das Ganze am Ende freigegeben werden kann. Mal gucken. Wobei ich denke, dass es eigentlich funktionieren müsste mit zwei Pumpen. Genau, Verlusten natürlich mit dem kurzen Weg recht wenig. Die saugen perfekt an, die werden ja perfekt von oben beflutet. Ich denke auch, dass zwei Pumpen auf jeden Fall bis 1000 PS ungefähr reichen sollten. Ja. So, ja, so viel zur Technik. Als nächstes geht es hier, wie Marius schon angefangen hat, mit dem Ladeluftkühler weiter. Aber als allererstes würde ich sagen, nehmen wir den Tank mal raus und ermitteln unseren Sieger für heute. So, jetzt zeigen wir euch nochmal kurz den Tank. Pumpe Nummer 1, Pumpe Nummer 2. Die werden hier einfach reingesteckt, 044er. Hier kommt so ein O-Ring und eine Klemmplatte. Und dann wird das Ganze hier drin schön verklemmt. Auf der Innenseite haben wir uns überlegt, dass wir immerhin ein Schwallblech hier zwischen machen. Das Ganze ist jetzt auf den Kopf gedreht. Eigentlich sitzt der Tank andersrum. Das heißt, die Pumpen, die hier drin sitzen, haben immerhin einen... Also der Sprit kann während der Fahrt nicht komplett nach hinten oder komplett nach vorne schwappen, dass eine Pumpe kurzzeitig trocken laufen könnte. Das heißt, ich sag mal, die letzten 3 bis 4 Liter im Tank werden sich auf jeden Fall immer gleichmäßig auf die beiden Pumpen verteilen. Wir haben auch mit Absicht noch eine kleine Aussparung unten gemacht, dass sich das Niveau links und rechts ausgleichen kann. Weil für den Fall, dass mal eine Pumpe kaputt gehen würde, wäre es sonst so, dass 1-2 Liter auf der einen Seite stehen bleiben und die andere Pumpe irgendwann trocken läuft, so kann sich das selbst da immerhin noch mal ein bisschen ausgleichen. So, da die Pumpen allerdings über diesem Niveau ansaugen, sollte es kein Problem sein, dass der ganze Sprit jetzt hier wiederum wieder nach hinten durchschwappt. So, sondern das wird auf jeden Fall... Ja, ich denke mal eh nicht, dass er so leer wird in einem Lauf. Aber ja, man weiß es auch nicht. So, aber so ist auf jeden Fall, oberhalb des Ansaugens sind auf jeden Fall 1, 2, 3 Liter immer, die nicht schwappen können. Ja, so, jetzt müssen wir das einmal noch verschließen. Und dann habe ich mir überlegt, am genauesten werden wir das Auslitern von diesem Tank hinbekommen, indem wir ihn mit Wasser befüllen und einfach das Gewicht ermitteln und dann dementsprechend runterrechnen aufs Volumen. So, wir haben mit der Wasserwaage einigermaßen den Tank gerade gestellt. Haben die Waage genullt, das heißt, alles, was hier jetzt an Flüssigkeit reinkommt, ist quasi Volumen vom Tank. Jetzt hoffen wir mal, dass das Ganze funktioniert. Ende, ne? Genau 12,6 Kilo. 12,6 Kilo. So, jetzt muss ich den Taschenrechner holen. Die Dichte von Wasser sind 0,997. Das heißt, 12,6 geteilt durch 0,997 sind 12,637 Liter. Ja. Derjenige, der am nächsten dran ist, hat somit gewonnen. Ist schon viel, ne? Das ist genau das, was ich geschätzt hatte. Ja. Hätte ich gar nicht. Also, ich hätte es auch ungefähr so Pi mal Daumen gesagt, aber ist auf jeden Fall eine gute Größe. Wenn du jetzt noch Pumpen abziehst, wirst du bei guten 12 Litern sein später, die du nutzen kannst. Wovon relativ viel oberhalb der Pumpen ist. Mhm. Guck mal, wir waren ja erst bei 10 Liter, fing es an, diesen Kasten überhaupt zu füllen. Das heißt, einzig, was ich nur dachte, dass natürlich weniger Kraftstoff auch weniger die Pumpen kühlt, ne? Oder ist das ein falscher Gedanke? Oder auch weniger Kraftstoff, weniger die Pumpen erhitzt. Ja. Kann ja auch heiß sein. Aber ich habe sonst im großen Tank auch immer nur 10 oder 20 Liter gefahren. Ja, nee, cool. Das Thema haben wir auch wieder erledigt. Jetzt geht es weiter mit Ladeluftkühlerbau. So, Herr Wehmeier hat schon mal ein bisschen mit dem Ladeluftkühler weitergemacht. Sieht soweit schon mal pornös. Nach 2000 PS aus? Nee, ist schon ein richtig fettes Ding jetzt so geworden. Bleche sind zu 100% selbst geformt. Ja. Und genau das wollen wir euch jetzt nochmal zeigen, wie Marius das Ganze überhaupt gemacht hat und wie diese Kästen überhaupt gerade entstanden sind. Wir wollten das damals eigentlich schon bei unserem Grip Golf machen, ging allerdings nicht detailliert genug. Jetzt haben wir allerdings die Zeit und Möglichkeiten. Und genau deswegen ist hier die Unterseite noch offen. Und
Dort werden wir jetzt das Blech nochmal formen. Genau. Ja, müssen wir einmal rausnehmen für und dann können wir einmal zeigen, worum es eigentlich geht. So, also hier seht ihr jetzt, dass auf der Seite der Kasten noch nicht fertig ist, sondern hier noch das Blech fehlt. Wie bist du bei dem ganzen überhaupt vorgegangen? Also im Prinzip die Kästen Vorder- und Rückseite. Es gibt das Auto so ein bisschen vor. Also natürlich habe ich Wert darauf gelegt, dass es irgendwie strömungsgünstig so mit Hilfe deiner Aussage gestaltet ist. Aber schlussendlich gibt es hier noch einen Scheinwerfer, der Platz haben muss und so weiter. Das lässt sich leider nicht vermeiden, deswegen hier so ein bisschen das heißt, Bögen drin. Die Bleche waren noch verhältnismäßig einfach, weil das theoretisch ein planes Teil ist, genau. Was man einfach nur abkippt. Genau. Und am Ende hast du es ein bisschen rund getrieben, ja, dass schon hier mal so, damit man das schon mal grob bei 76 landet, so jedes Blech für sich. Das ist ein bisschen fummelig, deshalb mache ich dann auch mal ganz zum Schluss mit der Flex noch ein bisschen Schleifen und so weiter. Das ist dann so der fummeligste Part eigentlich, genau. Mhm. Und dann haben die beiden das im Prinzip vorgegeben, der hintere natürlich ein bisschen kürzer, um auf die gleiche Länge zu kommen. Mhm. Und die beiden Abdeckungen, ja, muss noch einmal berücksichtigt werden, dass der Scheinwerfer hier so drin steht und so weiter. Mhm. Und die sind allerdings nicht ganz so einfach zu bauen. Nee, also es ist ja so in zwei Richtungen so ein bisschen gebogen. Hatte da so anfänglich meine Schwierigkeiten beim Grip-Golf mit. Hier ging es jetzt schon ein bisschen schneller, muss ich sagen. Genau, man muss sich hier so ein bisschen vorstellen, jeder normale Mensch, den Fehler haben wir auch gemacht, würde jetzt einfach einen Streifen nehmen in der Breite genau. Und würde sich denken, dass er den Streifen hier so draufgelegt bekommt. Ja. Und muss dann schnell lachen, weil es nicht der Fall ist. Passt nicht. Ne? So, und dann, jetzt sieht man hier das schon ganz gut, wie das Blech eigentlich am Ende werden muss, weil es wird dann halt doch relativ breit. Genau, es wird wie so ein L. Ne? Bist du so also auch vorgegangen? Ja. Genau so, wie du es jetzt hältst, bin ich vorgegangen. Ich war nur alleine, deswegen habe ich es mir hier oben festgeklebt. Und dann gibt es so einen Sahara-Trick, hätte Philipp jetzt gesagt. Einmal den Dreck vom Boden nehmen und dann kann man sich... Das heißt, eine Woche lang nicht fegen hier? Genau. Kann man sich schön so einen... Ja, da ist ja wirklich hier wieder ein Sahara-Trick. Druck machen. Man darf natürlich dabei... Geht das nur mit Alustüten oder geht es auch mit anderem Material? Es geht nur mit den Alustüten. Und dann kann man sich im Prinzip so eine Schablone bauen. Genau. Mhm. Krass. Genau so bin ich vorgegangen. Hab's natürlich noch über ein bisschen länger gelassen, weil je länger es ist, umso besser kann ich es natürlich auch formen. Mhm. Ne? Wenn ich es forme, wird es in seinem Maß ein bisschen kleiner. Das heißt, hier muss ich dann nochmal so pro Seite 2-3 mm Reserve einrechnen. Jeder, der schon mal Alu geschweißt hat, weiß halt am besten gar keinen Spalt. Ne? Ja. Das ist halt auch immer noch das Problem. Wie dick machst du die Kästen? 2,5 mm. 2,5 mm, okay. Ich denke, ist auch so ein Minimum, was man machen muss, glaube ich. Ja, ich denke aber auch, dass es reichen wird. Also ich denke mal, ich werde vielleicht noch hier so Laschen drum machen oder so, aber eigentlich... So, und hier seht ihr jetzt recht schnell, dass wir relativ weit von einfach einem geraden Blechstreifen sind, den man hier drauf legt, sondern ziemlich weit davon entfernt sind. Genau. Würde man das jetzt ausschneiden, würde man bei dieser Schablone landen. Genau, wir haben natürlich schon was vorbereitet. Genau, ich habe das gestern Abend schon mal, weil das nicht mehr so ganz in Renés Arbeitszeit lag, gestern Abend schon mal gemacht. Das heißt, schlussendlich wird das Blech dann so aussehen. So da drin legen, ne? Sieht man das in der Nähe, oder? Ja. Genau. Und ich finde es immer wieder geil, wie fett dieses Netz eigentlich ist. Ne? Irgendwie so ein wirklich dickes Ladeluftkühlernetz ist irgendwie immer schäffig. Im Leben nicht dran geglaubt, dass es nicht so Auto passt. Wir haben hier, das ist ja bei uns so eins von den Performance-Line-Netzen. Und dieses Netz ist halt wirklich in dem Fall 100 mm Netztiefe breit. Und der Kasten hat sogar 110 mm, ich glaube 110, weil die Tube-Fin-Netze, wo man wirklich durchgehende Röhrchen hat, dieses Röhrchen geht wirklich einmal durch den ganzen Kühler durch, braucht halt einfach am Ende noch ein bisschen Platz, weil das sonst einfach technisch gesehen gar nicht hergestellt werden kann. Deswegen ist der Kasten in dem Fall immer noch ein Tucken breiter. Funktioniert bei uns in dem Grip-Golf auch sehr gut. Und das bei nur 60 mm Tiefe. Mhm. Also du hast fast doppelt so viel Tiefe. Also das wird auf jeden Fall ein Brummer. Okay, so wie dazu. So sieht das Ganze am Ende aus. Zack, so kommt das Ganze da drauf. Jetzt werdet ihr euch bestimmt gleich noch fragen, wie wird das Ganze am Ende rund? Aber erstmal würde ich sagen, du schneidest das erstmal aus. Genau. Da gibt es auch noch einen Sahara-Trick für die Alubearbeitung. Konventionell mit der Stichsäge mache ich das ganz gerne. Konventionell Stichsäge klingt gut. Ich glaube nicht, dass so viele Alu mit der Stichsäge schneiden. Ja, also ich habe es mit der Flex anfänglich auch immer gemacht, aber Flex wird halt immer eckig. Ja. Ne? Es schmiert am Blatt rum. Das reißt sich ja mehr. Sauerei in der Werkstatt und so weiter. Und Stichsäge hat den Vorteil, die Späne fallen einfach runter. Ja, ja. Man hat nichts
hat allerdings den Nachteil, Stichsägung in Alu, Hölle laut. Ja, das stimmt. Also das macht immer Spaß für alle, die im Raum sind. Aber egal, wir fangen einfach mal an. Genau, ich säge das aus und dann gucken wir. Wie dann doch so die, ich sag jetzt mal, gebogene Form komplett anders ist als eine gerade, ne? Ja, mit Pappe ist meistens schon einfach, ne? Ja, das Ding kann man jetzt nicht einfach drauflegen und passend machen. Ich weiß auch so, zu meinen ganz anfänglichen Edelstahlzeiten hätte ich es jetzt hier oben einfach angepunktet. Gedrückt, gepunktet, gedrückt. Genau. Und, ja, und immer weiter so über die Kante gebogen. Bis dahin wäre es gegangen, aber bis ich dann hier feststelle, dass es nicht passt. Ja, unten dann ziehen und punkten und so, das geht dann irgendwann nicht mehr, ne? Genau. Okay. Ja, weil ich halt nämlich hier ab, genau, weil ab hier oben ist nämlich schon leicht seitlich wird, ne? Das wird noch der große Spaß. Also, guck mal. So, nun hast du ja quasi gelernt, wie man so Bleche bearbeitet. Ja, ob es da jetzt richtig und falsch gibt, weiß ich nicht, aber ich hab's. Es ist, genau. Ist auch ganz schön stabil, zweimal, ne? Merkst du auch beim Schweißen, das ist schon ganz schön. Ganz schön was. Also, dass so ein Kasten platzt, glaube ich, bei drei war nicht. Mhm. Also, Free Flow mit Hammer. Genau, Hammer. Ich habe mir also den Kunststoffhammer ein bisschen für abgeändert, weil ich es schöner finde, wenn wir dieses Blech jetzt nicht gleich komplett optisch zerstören mit Hammer-Einschlägen. Ne? Mhm. Deswegen habe ich einen Kunststoffhammer dafür genommen und machen das jetzt auch einfach ohne irgendwie Amboss oder so, einfach im Schraubstock. Probieren wir das jetzt mal in die richtige Form zu bringen. Mhm. Hat ja so ganz gut geklappt überall. Bisher ja. Ich habe mir leider für die Kamera aber eins der blödesten Bleche aufgehoben. Aber gucken wir mal. Okay. Genau. Du wirst wahrscheinlich auch, wenn das gleich in der groben Form ist, wird es dann wahrscheinlich eh losgehen mit hier ein bisschen was wegschleifen, da ein bisschen was wegschleifen, genau. Und hier ein bisschen was wegschleifen, ja. Und dengeln. Trotzdem aber noch auch nochmal ein bisschen schweißen, drücken. Also wir werden hier jetzt nicht gleich nach 20 Minuten ein Blech haben, was hier 10C gefräst reinsackt. Mhm. Okay. Lass mal so. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich auch. Fangen wir an. Ich würde jetzt mit dem oberen Radius beginnen. Dann mache ich es immer so, ich zeichne mir immer ungefähr so ein Ende vor dem Radius ein. Das ist jetzt hier noch ein alter Strich, weiß nicht, was da war. Und wickel das dann ungefähr erstmal Pi mal Auge ab. Das heißt, bis hierhin werde ich jetzt gleich einen Radius brauchen. Und dann fangen wir jetzt mal an, das Blech zu formen. Ich habe mir dafür einfach einen Putzlappen über den Schraubstock gelegt, damit das Blech nicht so viel Macken erleidet beim Formen. Und gucken wir mal. So, das war jetzt mal so der erste Schuss. Im Prinzip könnt ihr jetzt schon erahnen, dass es sich um diese Stelle handelt. Bestimmte Technik habe ich eigentlich nicht. Es macht einfach keinen Sinn, da wenig doll drauf zu schlagen. Da wird man einfach nur mehrere Beulen bzw. Dellen reinschlagen. Ich schlage da also mehrmals ein bisschen beherzt dazu. Und natürlich immer gleichmäßig über die ganze Fläche, also über diese ganzen 100 mm, immer von links nach rechts abwechselnd, weil ich halt so einen breiten Hammer nicht habe. Ja, und dann heißt es im Prinzip ranhalten, dengeln, eventuell auch mal zu viel geschlagen, dann wieder ein bisschen zurück. Und so wird das jetzt die nächsten 20 Minuten weitergehen. Die grobe Form ist gegeben. Ich mache es immer so, in den Radien habe ich ihn jetzt ein bisschen zu weit vorgeformt. Dann kann ich ihn, wie Philipp eingangs sagte, mit seiner Idee anpunkten, ein Stück runterdrücken, wieder anpunkten. Dann habe ich es da wirklich 100% anliegend. Brauche jetzt natürlich aber an der Stelle noch den Rohrdurchmesser. Das heißt, hier müssen wir jetzt noch einmal einen Radius im Prinzip reindengeln, dass wir einigermaßen schön auf ein 76er Rohr kommen. Das werden wir jetzt nochmal kurz tun. Dazu nehmen wir einen 76er Rohr. Ja, Schraubstock ein bisschen enger. Mhm.
schlechter laufen können. Oh, da kommt unser Kameramann gerade wieder. So, genau, jetzt seht ihr, was ich getan habe. Hier ist es jetzt noch zu lang, das kürzen wir dann gleich noch ein. Das kann man beim Schweißen alles dann randrücken. Und jetzt hier hinten noch ein bisschen. Dann haben wir es. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr dabei sein, ne, wenn du das erwähnt hast. Ja, das sehen wir gleich am Rechner. Amarios magischen Hände haben hier wieder etwas gezaubert und schon sieht es tatsächlich aus wie ein Deckel. Finde ich schon so für Free Flow, für den ersten Versuch, wirklich cool. Ja, ein bisschen müssen wir noch, ne? Wie geht's jetzt weiter? Ja, also hier ist der Kasten noch etwas zu hoch, habe ich eben gesehen. Mhm. Da hatte ich noch Fleisch zum Schweißen gelassen, das schleifen wir dann noch ein bisschen weg. Und hier würde jetzt tatsächlich so ablaufen, wir setzen hier ungefähr einen Schweißpunkt. Sonst fehlt das alles viel zu sehr. Ich dengel das ein bisschen ran. Mhm. Hat auch einen Vorteil, dass durch den Schweißpunkt etwas warm wird, das Material. Und dann setzen wir 2 cm später wieder ein, dengel wieder ein bisschen. Dann schleife ich die Punkte, köpfe ich die wieder ein bisschen ab und dann ziehen wir eine Naht. Und an den oberen Stellen hier, passt du das auf den Radius noch an oder machst du ein bisschen hier, ein bisschen da? Nee, also hier ist jetzt relativ einfach, kann man einfach ein bisschen gegendengeln, dann kommt er hier ran. Mhm. Das, was mir jetzt hier oben auch noch wahrscheinlich fehlt. Auch, wenn es hier verschweißt, genau. Ist so ein bisschen, ne? Genau. Dann da ran. Okay, ja. Jetzt haben wir allerdings gerade festgestellt, wir können das Ganze noch gar nicht verschweißen, weil wir müssen in den Kasten hier auf jeden Fall noch ein Luftleitblech reinmachen. Ja, wir haben es nicht festgestellt, sondern Philipp hat es bemängelt, nennen wir es mal so. Wir sind hier auf der Eingangsseite vom Kühler. Da ist es auf jeden Fall wichtig, dass das ganze Netz angeströmt wird. Man sieht jetzt hier schon von der Form her, wenn die Luft hier gerade reinströmen würde, behaupte ich mal, wird man maximal die untere Hälfte des Netzes vernünftig anströmen. Das heißt, da wir aber maximale Kühlwirkung wollen, müssen wir irgendwie die Luft zwingen, auch nach oben zu kommen. Mhm. Beziehungsweise nach unten, da liegt es auf dem Kopf, aber ja. Genau, also ja. So, die Luft muss auf jeden Fall hier oben rein. Mhm. Also, ja, haben wir jetzt die Schablone von eben etwas gekürzt. Wir brauchen sie eh nicht mehr, nur um euch das mal zu zeigen. Also, ich habe jetzt hier mit dem Strich mal markiert, wo die Hälfte vom Netz ist, nach 10 solchen Reihen oder Kanälen, wie man es auch nennen möchte. Und ungefähr da wollen wir landen. Das heißt, wir werden das gleich hier vorne splitten. Hier ist die Schablone jetzt halt noch viel zu schmal. Das wird dann wirklich bis an die Wände rangehen und halt hoch bis zur Mitte des Netzes. Mhm. Hier werden wir es dann auch in Steps verschweißen, nicht komplett durchziehen, aber so, dass es vernünftig hält. Gibt auch gleich nochmal ein bisschen Stabilität. Ne? Mhm. Hier vorne ein bisschen spitz schleifen, dass die Freunde des Flows auch auf ihre Kosten gekommen sind. Ja, und dann. Genau. Eine Sache, die wir damals bei Wagner auf jeden Fall gelernt haben, da haben wir jede Menge zum Thema Ladeluftkühler gelernt. Mhm. Auf der Auslassseite ist das Ganze nicht so wichtig, weil wir haben eh durch den Kühler einen Druckverlust. Das heißt, die Luft wird sich da eh gleichmäßig verteilen. Das heißt, es reicht, wenn wir dieses Blech auf die Einlassseite machen. Mhm. Dann mache ich das noch. Ich denke aber schon, dass der Effekt da schon recht groß ist. Weil man müsste mal so ein Wärmebild von so einem Kühler machen, wie der sich so verteilt von der Wärme her. Ne? Aber ich glaube schon, dass gerade bei diesen, wenn wir jetzt mittig in den Kühler reingegangen wären, wäre es vielleicht nicht ganz so dramatisch gewesen. Aber so haben wir ja wirklich, wir gehen ja mehr oder weniger sogar tiefer in den Kühler rein als das eigentliche Netz. Ne? Mit Pech nutzt man nur 3-4 Reihen. Ne? Genau, also die untere Hälfte, aber ich glaube nicht alles. Mhm. Ja, cool. So, das werden jetzt leider noch einige Stunden Arbeit. Ja. Wir wollen euch auf jeden Fall aber dran teilhaben lassen, deswegen kriegt ihr jetzt noch ein schönes Zeitraffer, wie hier ordentlich gedengelt, geflext, geschweißt und so weiter wird. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao! Ich habe gerade auf die Perspektive geguckt und war zufrieden damit, glaube ich. Mach mal schnell. Ja, ich hätte es eigentlich ein bisschen tiefer gemacht, dann war mir klar.